Hi, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben zwar heute nicht das beste Wetter, wir haben Pfingstsonntag, es regnet. Ihr werdet es nicht ganz sehen auf dem Video. Ich spüre es aber ganz deutlich. Deshalb gar nicht so eine lange Vorrede von mir. Was gibt es heute? Es gibt von mir eine leckere mediterrane Lammkeule. Das Rezept dazu habe ich mir selber einfallen lassen. Diesmal nicht nachgekocht, nachgemacht, weil das abgekupfert. Nein, das ist meine Idee, würde ich sagen. Ja. Ob es was wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, es wird was. Schauen wir mal. Habt ihr Lust? Ich zeig's euch. Kommt mit. Auf geht's. Hier haben wir eine frische Lammkeule. Die werden wir gleich noch von der überschüssigen Haut und Fett befreien. Wir würzen die Lammkeule mit Salz und Pfeffer, Maltensalz natürlich und Metzgerpfeffer. Wir hacken 3 Zwiebeln klein, die werden wir in Olivenöl anbraten. Hinzu kommt zum Würzen 5 bis 6, 7, muss ich mal schauen, wie viel Knoblauchzehen. Dann zum Aromatisieren kommt Salbei, Rosmarin und Zitronentymian hinzu. Wir löschen das Ganze mit einem guten Wein von Korsika ab. Mit dem habe ich schon gute Erfahrungen gemacht beim Tifado. Auf geht's! Wir befreien unsere Lammkeule von der überschüssigen Haut. Die wollen wir nicht haben. Erstmal einen Anfang finden. Deutlich besser. So sieht nun unsere fertig parierte Lammkeule aus. Jetzt kommt nur noch Salz dran. Pfeffer. Richtig schön reinreiben. Das machen wir von allen Seiten. Auch eine gute Menge Pfeffer. Das bringt richtig Geschmack. So, das war an Fleischvorbereitung eigentlich schon alles. Jetzt hacken wir noch die Zwiebeln klein und dann geht's weiter. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Einmal. Auch hier wieder nur grob. Der Rest macht wie immer mein Nicer Dicer. Ich liebe das Teil. Oh, wir machen etwas feiner. Nehmen die andere Seite. Und einfach nur drauf und kräftig draufhauen. Das war alles und schon fertig. Ich liebe es. Nun kommt noch unsere Knoblauchknolle dran. Ein, zwei. Nehmt die Haut ab. So, die werden jetzt nur noch in Scheiben geschnitten. So, noch einmal durchhacken. Und das war es eigentlich schon an Vorbereitung. Jetzt geht es gleich nach draußen. An den Dattofen. Wir haben jetzt unseren FT6 vom Vetromax
auf den Gasgrill verfrachtet. Ganz einfach aus dem Grunde, wir haben außen ein richtig beschissenes Wetter und der Gasgrill steht überdacht. Also ein bisschen Olivenöl werden wir warm machen. In diesem Olivenöl, wenn es heiß genug ist, werden wir dann unsere Lammkeule von allen Seiten scharf anbraten. Nun lassen wir das Öl aber erstmal heiß werden. Mal schauen, ob das Fett schon heiß genug ist. Nee, das braucht noch ein bisschen. Nun soll es soweit sein. Und erstmal wieder zu, damit ich Hitze kriege. Leute, so muss ich es anhören. Ich liebe das Geräusch. Herrlich. Mal schauen, ob ich es von der Seite schon wurde. Aber umdrehen. Ja, ich würde sagen, so reicht es. Von der einen Seite, jetzt kommen die anderen Seiten auch noch dran. Und dann gehen wir weiter. Auch gut. Und von der Seite noch ein bisschen. Das Fleisch ist jetzt von allen Seiten angebraten, kommt erstmal wieder raus. Noch ein bisschen Olivenöl dazu. Wir rösten unser Tomatenmark mit an. Eine gute halbe Tube. Das reicht. Durch dieses Anrösten des Tomatenmarks bekommt das Tomatenmark eine schöne Note, eine interessante Note. Der Geschmack wird dadurch rausgekitzelt. Die Zwiebeln kommen hinzu. Auch kurz mit anrösten. Die brauchen nicht glasig werden, weil das ganze Rezept ist auf Langzeitgaren ausgelegt. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie sich der Satz vom Boden löst und hinterher richtig Geschmack an die Soße gibt. Einzigartig. Ganz toll. Das schieben wir ein bisschen zur Seite. Nun kommt unser Fleisch zurück. Ja, schön mittig reinlegen. Wir löschen das Ganze mit einem guten Rotwein ab. Eine gute halbe Flasche. Ja, noch ein bisschen. Das sollte reichen. Jetzt kommt noch der Knoblauch hinzu. So. Und unsere Kräuter. Wir nehmen Zitronen-Thymian. Den lasse ich so, wie er ist. Wir fischen den hinterher wieder raus. Den hacke ich auch nicht klein, sondern verteile ich so. Das reicht. Der riecht. Haha, alter Schwede, der riecht. Ein paar Stängel Rosmarin. Ja, noch ein bisschen. Wie gesagt, die möchte ich hinterher nicht im Essen haben, sondern nur zum Aromatisieren. Und ein bisschen Salbei. Davon nicht ganz so viel. So in etwa.
Das reicht. Das ist schon die ganze Kunst. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und dann war's das. Sieht das nicht herrlich aus? Der Geruch ist jetzt schon einzigartig. Also Deckel drauf, möglichst dicht, nichts, dass er dazwischen liegt. Den Brenner unmittelbar drunter machen wir aus und wir nehmen nur noch einen Seitenbrenner. Den stellen wir auf maximal klein, weil wir werden dieses Gericht bei ungefähr 100 Grad, 90 bis 110 Grad, so in der Ecke, 6-7 Stunden ganz langsam, slow and low, vor sich hin schmorgeln lassen. Und dann sollte es fertig sein. Bis dato haben wir dann unsere Arbeit getan. Wir sehen uns später wieder. Bis dann und tschüss. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Alter Schwede, das riecht. Das ist ja der Hammer. Mal schauen. Oh, das Fleisch zerfällt. So muss es sein, so soll es sein. So, versuchen wir mal das Fleisch rauszuholen. Uiuiuiui. Das ist sehr weich, das zerfällt fast. Es sieht sehr gut aus. Ui. So, und die Soße, die seiden wir jetzt ab. So, die Soße geht mir jetzt durch ein Sieb. Ui. Ein bisschen versaut, aber das macht nichts. Zurück. Jetzt schon zur Seite. Wie heißt das Zeug? Mondabin-Soßenminder. So, ein bisschen Mondabin-Soßenminder dran. Unsere Soße hat die nötige Konsistenz. Das reicht. Einmal aufgekocht ist sie. Sie ist sau lecker. Die stellen wir jetzt zur Seite. Also ich glaube, das Fleisch ist gut. Das zerfällt schon fast. Alter Schwede. Hier seht ihr das? Es zerfällt. Richtig, richtig zart. Hier irgendwo muss auch der Knochen sein. Den kann ich so herausziehen. So soll es sein. Da ist noch ein Stück. So was Zartes und Weiches habe ich noch nicht gehabt. Mal probieren. Ja. Das hat richtig was. So, dann kommt unser Kartoffelgratin. Wird angerichtet. Ein wenig von unserem Fleisch. Dann unseren Bohnensalat. Dann ein wenig von der Soße. So sieht nun unser fertiges Gericht aus. Wir haben hier Kartoffelgratin mit selbstgemachten Bohnensalat und unsere Lammkeule aus dem Dutch-Ofen mit selbstgemachter Soße. Sieht richtig herrlich aus, das lassen wir uns jetzt schmecken. Tja, Leute, was soll ich sagen? Fazit. Ich bin platt. Ich bin sowas von platt. Es ist ein Geschmackserlebnis gewesen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Es war richtig, richtig lecker. Ein ganz dezenter Lammgeschmack. Die Soße kam unheimlich gut rüber. Das Fleisch zerfiel fast. Ich war gar nicht so lange
auf dem Grill oder im Dutch Oven. Das waren gerade mal etwas über 5 Stunden. Ihr habt es gesehen, wie zart das Fleisch auseinanderfiel. Es war ein Gedicht. Es war überhaupt nicht aufdringlich. Dazu dieser selbstgemachte Kartoffelgratin. Richtig toll. Mit ein bisschen Bohnensalat. Auch richtig gut. Und die Soße, in der natürlich fast eine ganze Flasche Wein gelandet ist, war der Hammer. Manchmal glaube ich, der Topf macht unheimlich viel aus. Glaube ich auch. Dem ist auch sehr wahrscheinlich so. Der Dutch Oven bringt unheimlich Geschmack dran. Aber gleichzeitig in Verbindung mit den ganz tollen frischen Kräutern, dem Knoblauch, den Zwiebeln, dem Aroma des wunderbaren Weins. Das war übrigens ein recht guter Wein, das war kein billiger Wein. Denn Shit in, Shit out macht überhaupt keinen Sinn. Ich war begeistert, es war richtig, richtig lecker. Macht es nach. Meine Empfehlung, es war einzigartig. Ich mag diese Wörter eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich einzigartig gewesen. Macht es nach, euer Christian. In diesem Sinne, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Abonnement allemal. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. In dem Sinne, Glück auf, euer Christian.